Hallo und willkommen zurück. Wir sind wieder in der schönen Insel oder auf der schönen Insel Südhof. Und ich hoffe, dass der Erik mir heute mal neue Anweisungen gibt, weil seine Tochter ja gestern verschwunden ist und er es nicht wahrhaben wollte. Nein, 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 wo ist die Brieftasche? Ach ja, das Handy. Ich darf nicht vergessen, es mitzunehmen. Susanne, ich kann jetzt nicht reden. Ich muss eine Fähre erwischen. Was passiert ist? Madison ist weg. Ja, das wissen wir schon seit gestern. Sie ist verschwunden, als Sie und Jonas gestern in Fort Pinter waren. Tut mir leid, dass ich deine Sorge nicht ernst genommen habe, Susanne. Tut mir wirklich leid. Aber jetzt muss ich versuchen, Madison zu finden. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Sie hätte es besser wissen sollen, anstatt einfach so von Jonas wegzulaufen. Wenn ich sie finde, sorge ich dafür, dass sie Hausarrest bekommt, bis sie 35 ist. Du sagst, du willst mir helfen, nach Madison zu suchen, Susanne? Danke, das weiß ich zu schätzen. Aber wir reden später weiter. Ich muss jetzt gehen. Ich gehe voraus und wir können uns später im Shoppingcenter treffen. Wir sehen uns dort. Okay, weg war er. Hausarrest bis 35, auch nicht schlecht. Okay, also es wird mir jetzt nichts angezeigt. Das heißt, dass ich mich jetzt wohl aufmachen werde zum Shoppingcenter und euch dann gleich wieder hinzuschalten werde. So, wir sind jetzt beim Bus. Ich weiß allerdings nicht genau, wo ich jetzt eigentlich hin soll. Ich denke mal, ja, zum normalen Shopping Center. Und da sind wir im Shopping Center und da steht auch schon Erik rum. Madison? Madison? Wo ist dieses Kind nur? Madison? Madison! Susanne, was glaubst du, wohin Madison gegangen sein könnte? Jonas hat gesagt, er hätte Madison zuletzt bei der Bushaltestelle sitzen sehen, als der Bus am Shoppingcenter ankam. Als er wieder nach Madison sah, war sie weg. Also muss sie den Bus hierher genommen haben. Aber wohin könnte sie denn gegangen sein? Hast du vielleicht irgendeine Ahnung, wer Madison gesehen haben könnte? Der Hausmeister dort? Hm, sieht nicht so aus, als wäre er in bester Stimmung. Ich glaube, wir sollten ihn besser nicht stören. Ich verstehe, du kennst ihn. Das ändert natürlich alles. Reden wir mit ihm. Pach, die Leute heutzutage haben einfach keine Manieren. Ich hoffe, du bist nicht hergekommen, weil James dich wegen irgendetwas geschickt hat. Denn im Moment muss ich das hier sauber machen. Susanne, wie du siehst, habe ich viel zu tun. Aber sag mir, wie ich dir helfen kann. Tut mir leid, dich zu stören. Aber hast du nicht zufällig meine Tochter gesehen? Deine Tochter? Sehe ich wie ein Babysitter aus? Ich muss hier meine Arbeit erledigen. Alles klar? Siehst du diese Sauerei? Limo überall auf dem Boden und so etwas muss ich sauber machen, weil die jungen Leute heutzutage keine Manieren haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe gerade den Boden fertig gewischt, als ein kleines Mädchen mit großen Kopfhörern hier reingeeilt kam. Sie wischte sich nicht einmal die Schuhe ab und wollte Hilfe, um einen Bus zu finden. Ohne sich zu bedanken, raste sie dann los und verschüttete jede Menge Limonade. Darauf kannst du wetten. Ich hoffe, sie hat nicht auch noch auf dich Limo gekippt. Aber jetzt muss ich das hier sauber machen. Pa, ich habe keine Zeit nachzuschauen, welche Busse die Kinder nehmen. Nicht, wenn wir so viel sauber zu machen haben. Ist das ein Waschlappen? Ja. Helfen wir ihm doch mal ganz schnell. Da wird er bestimmt auch wieder freundlicher. Huh, du hast bereits alles sauber gemacht. Ja, ja, ich helfe dir und deinem Freund Susanne. Das Mädchen, nach dem ihr sucht, ist zu Aldins Platz gefahren. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr vielleicht noch den nächsten Bus. Er fährt direkt hier draußen ab. Vielen Dank für deine Hilfe. Na los, Susanne, wir sollten gehen. Auf einmal. Ja, ja. So, nach Aldins Platz ist sie gefahren.
Der hat doch all den Platz gesagt, oder? Wo ist denn der Kerl jetzt? Ach, da vorne. Erik. Okay, der Hausmeister hat gesagt, dass Madison hierher gekommen ist. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? Sie könnte ja überall in der Stadt sein. Susanne, du denkst noch, dass es eine gute Idee ist, oder? Warum sollte sie weglaufen? Sie bekommt auf jeden Fall die nächsten 5 Jahre samstags keine Süßigkeiten mehr. Aha, wieso nur samstags? Hast du eine Idee, wo wir mit der Suche nach Madison beginnen können, Susanne? Du sagst, du erkennst das Café dort drüben wieder. Ja, du hast natürlich recht. Das ist das Café, das du mir in der Jovik-Gazette gezeigt hast. Scheint für den Anfang ein guter Ort zu sein. Vielleicht hat jemand sie dort gesehen. Na los, gehen wir hin. Ja, so viel dann zum Hingehen. Das hier. Ich dachte, das wäre jetzt das andere. Oha. Ach, das Auto kennen wir doch. Was ist das? Ist das nicht Madisons Gemo? Das muss Madisons Gemo sein. Wir sollten ihn Eric zeigen. Aber das ist doch Madisons Gemo. Wo hast du ihn gefunden, Susanne? Hast du gesagt, dass sie hier in der Nähe ist? Dann kann Madison nicht weit sein. Madison! Madison! Drin. Bitte hilf mir. Papa, Susanne, bitte hilf mir. Madison, was machst du da drin? Komm jetzt sofort da raus. Ich wollte Nightdust retten und als ich hier zum Platz kam, sah ich den Freund des dummen Mannes, der auch in der Zeitung war. Es ist mir völlig egal, was du da in dem Auto machst. Es ist nicht deins. Also komm sofort raus, sonst bekommst du Hausarrest für, naja, sehr lange. Ich kann nicht. Ich bin in den Kofferraum gestiegen, weil die das im Fernsehen auch immer so machen. Ich wollte Nightdust und Führer folgen, damit ich ihn retten kann. Aber irgendwie wurde der Kofferraum verriegelt und jetzt komme ich nicht mehr heraus. Bitte helft mir. Ich komme nicht heraus und es ist so dunkel hier drin. Ganz ruhig. Wir holen dich raus. Wir müssen den Besitzer finden. Hast du gesehen, wohin er gegangen ist, bevor du in den Kofferraum eingebrochen bist, Madison? Papa. Nein, du darfst nicht mit ihm reden. Er ist doch der Pferdeentführer. Ich habe sogar Beweise gefunden, als er in das Café gegangen ist. Er ist ein Pferdeentführer. Kevin? Susanne, du glaubst mir doch bestimmt. Der Freund des dummen Mannes, der Nightdust entführt hat, ist im Café. Er darf nicht erfahren, dass wir ihn auf dem Fersen sind. Madison, das können wir alles später klären. Susanne, wir müssen jetzt versuchen, Madison herauszuholen. die Klappe scheint sehr fest zu sein. Ich glaube, ich bekomme sie nicht auf. Hast du gesagt, dass du es versuchen möchtest? Nö, aber kann ich machen. Aber wenn er es noch nicht mal schafft? Nee. Du hast auch kein Glück. Was sollen wir denn sonst tun, Susanne? Wir müssen Madison aus dem Kofferraum holen. Susanne, es gefällt mir nicht, dass Madison in das Auto eines Fremden eingebrochen ist. Und normalerweise wäre es am besten, den Besitzer zu suchen und sich zu entschuldigen. Du denkst nicht, dass wir das tun sollten? Madisons verrückte Fantasien von einem Pferdeentführer sind ja wohl kaum glaubhaft. Oder wie konnte ich das vergessen? Es besteht die Gefahr, dass er uns wegen Einbruch in sein Auto und Verleumdung verklagt. Das ist schlimm, wirklich schlimm. Was soll ich tun? Nein, am besten ist vermutlich einfach hineinzugehen und das Beste zu hoffen. Ich werde mich entschuldigen und dann Madison dazu bringen, sich zu entschuldigen. Ansonsten kann sie sich den Rest des Jahres von Rosenkohl und Fischbällchen ernähren. Oh Gott. Susanne, du hast eine Idee? Gehst du ins Café und lenkst den Autobesitzer ab, während ich versuche, den Kofferraum zu öffnen? Okay, ich weiß nicht, ob mir diese Idee gefällt, Susanne, aber ich verlasse mich auf dich. Ich versuche, Madison rauszuholen, während du den Besitzer des Autos im Café beschäftigst. Mach ich. Wo ist er?
Goblin? Da ist ja der Aasgeier. Hey, hierher. Goblin? Hey du, ja du, wo ist mein Eis? Ich warte schon ewig. Goblin? Du erkennst den Mann vor dir. Es ist Karl. Madison muss in Karls Auto eingebrochen sein. Das ist gar nicht gut. Du kommst mir bekannt vor. Hm, wie heißt du? Aber das spielt auch keine Rolle. Arbeitest du hier oder was? Ich warte jetzt schon wirklich lange auf mein Eis. Ich muss zugeben, dass die Bedienung heute die schlechteste ist, die ich seit langem erlebt habe. Selbst eine Ente könnte mich schneller bedienen als du. Warum stehst du hier noch rum? Verschwinde. Ich bin ein Kunde und der Kunde hat immer recht. Also besorge mir ein Eis oder ich sorge dafür, dass dein Chef erfährt, wie schlecht du arbeitest. Das Beste, was du tun kannst, um Karl hier zu behalten, ist, ihm ein Eis zu machen. Du solltest improvisieren. Okay. Hier ist eine Eismaschine. Die Eismaschine. Im rechten oberen Bild siehst du, welche Arten von Eis dein Kunde möchte. Du stellst das Eis her, indem du auf die richtige Packung Eis vor dir klickst. Wenn es schief geht, kannst du das Eis wegwerfen und neu anfangen, indem du auf den Mülleimer klickst. Viel Glück. Welchen Mülleimer? Okay, also Schoko. Ich kann ja aber... Hallo. Ich kann draufklicken, aber ich kann es nicht reinziehen. Das kann ich auch nicht reinziehen. Hm. Ach, toll. Dein Ernst jetzt? Tja. Also mit dem Draufklicken, das funktioniert überhaupt nicht. Rüberziehen kann ich es auch nicht. Scheint auch nicht verbuggt. Also die anderen kann ich auch nicht anklicken, komischerweise. Und jeweils einmal oder zweimal kann ich auch nichts machen. Mit Rechtsklick kann ich auch nichts machen. Ich gehe mal auf den Mülleimer vielleicht. Ah, das hat funktioniert. Aber nur das Braune, also das Grüne funktioniert gar nicht. Das ist natürlich richtig, richtig doof. Das heißt, die Quest ist jetzt auch noch... Oh, Moment. Fertig. Oh Gott. Also, es ist egal, wo man drauf drückt. Es funktioniert irgendwie nur beim, keine Ahnung, wie vielten mal klicken. Njam, njam, njam. Du bist zwar eine faule Arbeiterin, aber du weißt, wie man Eis macht. Du war... wie heißt du doch gleich nochmal? Du kommst mir sehr bekannt vor, als wären wir uns schon mal begegnet. Hm, du arbeitest nicht für Herrn Anwir, oder? Haha. Du sagst also, du hast keine Ahnung. Hm. Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Ich habe das Gedächtnis eines Elefanten. Ich erinnere mich immer an Gesichter und ich weiß, dass du und ich uns schon mal begegnet sind. Ich werde mich schon noch erinnern, wann wir uns begegnet sind, aber bis dahin kannst du dich nützlich machen. Schließlich stehst du hier nur dumm herum. Na los, du hast doch bestimmt genug zu tun. Ein Elefant vergisst nie, okay? Susanne, es funktioniert nicht. Ich habe alles versucht, aber ohne einen Kofferraum... aber der Kofferraum ist verriegelt. Ich bekomme ihn nicht auf. Ohne einen Schlüssel bekommen wir Madison da nicht raus. Susanne, ich glaube, es wäre am besten, wenn wir einfach mit ihm reden. Hast du gesagt, dass er Karl heißt? Warum flüstern wir? Hast du eine Idee, wie wir Madison aus Karls Auto bekommen? Du meinst, wir brauchen dafür eine Limo? Wenn du die Limo holst, bezahle ich sie. Wenn du Karl ablenken kannst, gelangst du vielleicht an seine Autoschlüssel, um Madison zu retten. Aber zuerst musst du eine Limo besorgen. Okay, die wird mir... Achso, Moment. Die wird mir hinter meinem Rücken angezeigt, weil die hier drin ist. Ah! Das. Tut mir leid, Susanne. Ich verstehe nicht, wie uns die Limo helfen soll, Madison aus dem Auto zu holen. Nein. Ich verstehe. Die Limo hilft uns also, Karl abzulenken und verschafft uns etwas mehr Zeit. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber ich verlasse mich auf dich, Susanne. Ich bringe Karl die Limo.
Wenn du Erik dazu bringen könntest, die Limo über Karl zu verschütten. Genau, von so weit weg. Oh nein, es tut mir so leid. Das war ein Versehen. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Ich habe einfach das Gleichgewicht verloren. Entschuldige dich bei Erik, wenn Madison in Sicherheit ist. Was heißt das? Es tut mir so leid. Ich weiß wirklich nicht, wie das passieren konnte. Wieso sagt ihr mir das? Dummkopf. Arbeitest du hier auch oder was? Es sind wirklich alle hoffnungslosen Fälle. Wie das Mädchen, das ewig gebraucht hat, um mir mein Eis zu bringen. Tut mir leid, ich wollte dir eine Limo kaufen. Jetzt hast du die Gelegenheit, dir Karls Autoschlüssel zu schnappen, damit du Madison aus dem Kofferraum holen kannst. Schwuppdiwupp. Susanne, was ist hier los? Bitte sag mir, dass du mich hier rausholen kannst. Hast du gesagt, dass du einen Schlüsselbund hast, Susanne? Worauf wartest du dann noch? Bitte hol mich hier raus. Ich muss dir zeigen, was ich gefunden habe. Klemmt das Schloss? Nein, das darf nicht sein. Susanne, bitte gib nicht auf. Was ist los, Susanne? Es dauert vermutlich nicht mehr lange, bis Karl zu seinem Auto geht. Du hast nicht mehr viel Zeit. Madison muss jetzt da raus. Moment mal, warum solltest du mir eine Limo kaufen? Oh, die Limo. Wolltest du keine Limo? Ich habe keine Limo bestellt. Haha, dann habe ich wohl etwas verwechselt. Moment mal, da stimmt doch etwas nicht. Das Mädchen, mit dem du hier warst, wie heißt sie? Meinst du Susanne? Susanne, klar erinnere ich mich an das Mädchen. Butter, wer? Wo ist dieses Mädchen, die bei dir war? Sie war doch eben noch hier. Aus dem Weg. Bist du sicher, dass du nicht noch etwas hier bleiben willst? Verschwinde. Ich bin wieder frei. Danke, Susanne. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin. Puh, Gott sei Dank hast du mich herausbekommen. Da kommt dieser fiese Mann. Der wird dich nicht mehr... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich das Inventar zumachen. Der wird dich nicht mehr entführen. Dafür werde ich in meinem Namen sorgen. Wie auch immer. Was treibt ihr zwei Görn bei meinem Auto? Wehe, ihr habt es angefasst. Weg mit euch. Husch. Susanne, verschwinde hier. Wir haben nichts miteinander zu schaffen. Okay. Wie ist er jetzt an seine Autoschlüssel gekommen? Ein Mysterium. Madison, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Nein, ich bin nicht Madison. Ich bin Susanne. Susanne, du hast es geschafft, Madison herauszuholen. Danke für all deine Hilfe, Susanne. Aber Madison und ich müssen jetzt nach Hause. Nein, werde ich nicht. Ich werde erst nach Hause gehen, wenn ich Neid das gerettet habe. Madison, hör mir zu. Wir gehen jetzt nach Hause und das war's. Du kannst wetten, dass du die nächsten Jahre Hausarrest hast. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Und erst dein Großvater? Er war ganz außer sich, als er von Fort Pinter nach Hause kam und du warst fort. Tut mir leid. Es tut mir so leid, aber... Kein Aber, wir gehen jetzt nach Hause. Aber du hörst mir nicht zu. Dieser dumme Mann hat mein Pferd. Er hat die Sender in seinem Auto und sogar die dumme Aktentasche. Ich schwöre, wenn du sie öffnest, erfahren wir alles, was wir wissen müssen. Madison? Was für eine Aktentasche? Sag mir nicht, dass du eine Aktentasche mitgenommen hast. Diese Aktentasche. Sie lag zusammen mit den Sendern im Auto des dummen Mannes. Ich dachte, wir bräuchten eine Art Beweis. Susanne, ich konnte sie nicht öffnen. Kannst du es versuchen? Wenn wir sie öffnen können, finden wir vielleicht heraus, wo Neidast und die anderen Pferde sind. Moment mal, du kannst doch nicht einfach die Aktentasche von jemand anderem öffnen.
Aber wie finden wir sonst heraus, wo Night Dust ist? Lara. Madison, es reicht. Wir öffnen diese Reisetasche nicht. Wir müssen stattdessen Karl finden, um uns zu entschuldigen und die Aktentasche zurückgeben. Ich werde mich nicht entschuldigen. Hör jetzt auf zu diskutieren, Madison. Karl hat dein Pferd nicht. Er ist vermutlich nur ein gewöhnlicher Geschäftsmann. Susanne, danke nochmal für all deine Hilfe heute. Aber es war ein langer Tag und ich denke, sowohl Madison als auch ich brauchen etwas Ruhe. Ich werde versuchen, ein Hotel zu finden, in dem wir bleiben können. Madison und ich können hier nicht weg, bis wir die Aktentasche zurückgegeben haben. Wir müssen das Richtige tun. Hilfst du uns, Karl zu finden? Danke, Susanne. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich, wenn wir bereit sind, weiterzusuchen. Bis dahin alles Gute. Wir sehen uns bald. Ruh dich auch etwas aus, aber bevor du gehst, nimm dies hier als Dankeschön für all deine Hilfe bei der Suche nach Madison heute. Okay. Oh, mit Spitzenwerten sogar. Schick. Okay. Ja, da bin ich doch mal sehr happy drüber. Madison und ich müssen uns jetzt ausruhen, Susanne. Wir werden in ein Hotel in der Nähe einchecken. Aber wenn du uns helfen willst, Karl zu finden, bist du gerne gesehen. Aber das muss bis morgen warten. Nein. Ja, da wir hier leider dann nichts mehr zu tun haben, werde ich hiermit erstmal die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.